jede Funktion f aus der Menge der stetigen Funktionen definiert auf einem kompakten Intervall und reellwertig ist Riemann integrierbar. Beweis: Diese Aussage zeigt man am besten mit einer Implikation, also mit einer Wenn-Dann-Relation. Dazu nehmen wir eine stetige Funktion aus dieser Menge, und zwar eine beliebige. Somit hätten wir das Kriterium jede Funktion schon mal drin. Also eine beliebige stetige Funktion auf dem Intervall, und dieses Intervall ist kompakt in R, und A soll echt kleiner B sein. Und wir brauchen eine Unterteilung von dem kompakten Intervall, sei Z mit x0, x1 bis xn eine beliebige Zerlegung von dem Intervall. So das gilt. Doppelpunkt. Das Intervall von xk bis xk plus 1 ist eine echte Teilmenge von dem kompakten Intervall, und k läuft von 0 bis n minus 1. Ja, somit hätten wir eine beliebige Zerlegung von dem Intervall vorgenommen. Und die Intervalle sind kompakt, denn jede abgeschlossene Menge, diese Menge ist abgeschlossen für alle k, also jede dieser Mengen hier ist abgeschlossen. Jede abgeschlossene Teilmenge einer kompakten Menge ist selbst kompakt, ja? Also somit haben wir mit der Zerlegung eine Anzahl an kompakten Intervallen erzeugt. Was kann ich aber daraus folgern? Ich weiß, dass f stetig ist auf einem kompakten Intervall, und daraus folgt natürlich direkt, dass f sogar gleichmäßig stetig ist auf all diesen kompakten Intervallen. Zunächst kann ich aber schreiben, f ist gleichmäßig stetig auf dem Intervall, ja, weil f stetig ist auf einem Kompaktum. Und, naja, sind kompakte Mengen. Gut. Ja, dann gilt für jede dieser kompakten Mengen, denn wir haben auf jeder dieser kompakten Mengen eine gleichmäßige Stetigkeit vorliegen, dass dies impliziert insbesondere, dass f stetig ist. Also wenn f stetig ist auf einem kompakten Intervall, dann ist es ja immer gleichmäßig stetig auf dem entsprechenden Intervall. Also haben wir gleichmäßige Stetigkeit von f auf all diesen Intervallen. Also gilt natürlich die Definition für die gleichmäßige Stetigkeit auf jedes einzelne Intervall bezogen. Also daraus folgt, für alle Epsilon größer 0 mit Epsilon aus den reellen Zahlen existiert genau ein
Delta, damit ist gemeint, egal welches Epsilon ich auswähle, ich komme mit einem Delta zurecht. So das gilt, beziehungsweise so das für alle xy aus dieser kompakten Menge hier mit ja, k na, aus dieser Menge gilt der Abstand von x zu y ist echt kleiner als Delta und daraus kann ich folgern, dass f von x im Abstand gesehen zu f von y echt kleiner als ein beliebig gewähltes Epsilon ist. Und ich wähle an der Stelle Epsilon durch b minus a, also die Länge von dem Intervall von a bis b. Warum? Naja, ich könnte hier auch Epsilon schreiben, dann hätte ich aber zum Schluss bei der Abschätzung, die relevant wird, b minus a mal Epsilon. Würde keine Rolle spielen, weil Epsilon sowieso dann gegen 0 geht. Wir erhalten dasselbe Resultat. Aber das ist einfach der elegantere Weg, weil sich dann eben was wegkürzen wird. Gut. Also man sieht, in der Definition ist diese gleichmäßige Stetigkeit bzw. dieses Delta unabhängig von den xy. Ja? Also wir brauchen ein Delta und können sozusagen den kompletten Graph durchfahren, ja? Also haben somit keine Abhängigkeit in den Variablen hier. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Gedanke, wir wissen, dass diese Intervalle kompakt sind. Dann wissen wir insbesondere, dass das Bild von diesen Intervallen unter einer stetigen Abbildung selbst kompakt ist. Daraus folgern wir aber, oder wissen wir, dann muss das Supremum das Maximum sein und das Infimum das Minimum. Ja? Und dann muss es aber da drin, in jedem dieser Intervalle, immer genau zwei Elemente geben, die ich dann abbilde und dann erhalte ich einmal das Supremum und dann das Infimum für das andere Element. Die müssen ja existieren, weil die Bildmenge ist ja selbst kompakt, also existiert Supremum und Infimum sowieso. Weil die Bildmenge kompakt ist, entspricht das Supremum dem Maximum und das Infimum dem Minimum. Also muss es in diesen Mengen hier jeweils immer zwei Elemente geben, die ja zu dem entsprechenden Bild führen, Supremum und Infimum. Also können wir tatsächlich formulieren, es existieren genau zwei Elemente in jedem Intervall hier, so das gilt, naja, f von x ist Supremum von diesem Intervall hier. Das Supremum bezieht sich auf die Funktionswerte. Und naja, f von y ist dann das Infimum von den Funktionswerten. Und x bezieht sich wieder auf das entsprechende Intervall von xk bis xk plus 1. Ja, das muss ja gelten. Ja, wenn das gilt, dann kann ich natürlich diese Definition verwenden, um diese Bilder hier abzuschätzen. Ja, nämlich mit Epsilon durch B durch minus A. Also machen wir das. Also daraus folgt, es existieren mit so das gilt x minus y kleiner als Delta und daraus folgt Supremum abzüglich Infimum so ist echt kleiner als Epsilon durch B minus A.
So. Ja gut. Daraus folgern wir, weil das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, das ist ein Teil von der Definition der Obersumme bzw. der Untersumme. Dann schaue ich mir doch am besten mal die Differenz an. Obersumme abzüglich Untersumme. So, jetzt die Definition, die Einteilung von unserem Intervall, also die Zerlegung, haben wir vorgenommen. K läuft von 0 bis n minus 1, also läuft die Summe von der Obersumme von K0 bis n minus 1. So, die Länge von einem Intervall rechnet man b minus a. Wir haben aber kleine Intervalle hier. Also x-Index k plus 1 minus x-Index k. So, wir brauchen hier keinen Betrag, denn wir haben ja vorausgesetzt a echt kleiner b. Also ist das immer positiv, was hier rauskommt bei der Längenbestimmung vom Intervall. Und naja, das wäre die Balkenbreite. Dann brauchen wir die Balkenhöhe. Dann summieren wir alle Balken, dann hätten wir die Obersumme. Und die Balkenhöhe ist auf die Obersumme bezogen immer das Supremum. Also haben wir hier das Supremum zu formulieren. X bezieht sich wieder auf so ein Intervall. Ja, und wir ziehen die Untersumme ab. Die Untersumme, naja, wir haben eine Einteilung gewählt. Auch hier von K0 bis n-1 ändert sich nichts. Die Intervalllänge, die wird weiterhin x-Index k plus 1 minus x-Index k berechnet. Und hier hätten wir dann das Infimum von den Funktionswerten. Und jetzt wird es eng. Aber wir kriegen es noch hin. X von xk bis xk plus 1. Okay. So sieht es aus. Na, wir haben hier eine Zahl, ja. Denn wir haben hier eine endliche Summe jeweils. Und wenn ich die Summe bilden würde, gedanklich natürlich, hätte ich eine Zahl hier stehen, jeweils. Also kann ich die Zahl ja auch ausklammern. Also steht hier da, Summe von k0 bis n-1, x-Index k plus 1 minus x-Index k ausgeklammert. Dann hätte ich hier das Supremum zu formulieren. Abzüglich dem Infimum. Naja, und x bezieht sich wieder, na, auf das entsprechende Intervall. So, hier hinten machen wir die Klammer zu. So sieht es aus. Jetzt schauen wir mal zurück. Die Abstandsfunktion hier, na, zu weit nach hinten gesprungen. Hier, die Abstandsfunktion hier, die kennt ja nur positive Werte, die ist ja positiv definiert. Also, wenn die Abstandsfunktion immer positive Werte schreibt und wir betrachten hier den Ausdruck ohne die Abstandsfunktion, ja, dann könnte hier ja auch das Vorzeichen relevant werden. Hier nicht. Weil hier kommt immer was Positives raus. Aber dann weiß ich, dann ist das hier komplett auf jeden Fall auch echt kleiner als Epsilon dividiert durch b minus a, wenn schon der Abstand echt kleiner ist. Ja, das nutze ich natürlich an der Stelle aus. Das muss ich natürlich übertragen, dass die Ungleichung stimmt. Also Summe von k0 bis n minus 1. X-Index k plus 1 minus x-Index k. Naja, und jetzt Epsilon dividiert durch b minus a. Und jetzt wird auch klar, warum ich dividiert durch b minus a gewählt habe. Das hier ist ja b minus a. Denn was ist das? Oh, auf eine Skizze bezogen. Ich habe hier mein Intervall a, b, hier die reellen Zahlen. Wir haben eine Einteilung vorgenommen. Hier wäre x0, hier x1, dann hätte ich das erste Intervall, dann hätte ich wieder von x1 bis x2 und so weiter. Und hier hinten, das letzte Intervall, hätte ich ja dann x-Index n minus 1 bis x-Index n. Ja? Also von 0 bis n minus 1 läuft das Ganze. Ja?
Wenn ich hier n minus 1 für k einsetze, dann hätte ich hier x-Index n und hier x-Index n minus 1, genau die Länge von dem letzten Intervall. Ja, also alles hier richtig indiziert. Und naja, dann wissen wir, was zu schreiben ist. Denn die Länge kennen wir. All diese Längen, die hier stehen, zusammen addiert, ergeben ja gerade die Länge von dem kompletten Intervall. Und das ist, naja, b minus a. Also steht hier b minus a mal Epsilon dividiert durch b minus a. Wir können hier kürzen. Das war der Grund, warum man hier den Nenner so formuliert, dass man eben ein schönes Epsilon hier stehen hat. Ja. Hätte ich das nicht geschrieben, würde ich dasselbe Resultat erhalten. Dann hätte ich eben hier b minus a mal Epsilon. Ja, würde dann zum selben Resultat führen, weil Epsilon gegen 0 gehen muss. Wir können aber jetzt zunächst folgern, dass Obersumme minus Untersumme echt kleiner ist als Epsilon. Also, das schreiben wir mal. Obersumme minus Untersumme echt kleiner Epsilon. Und daraus folgt für Epsilon gegen 0 gilt, naja, dann ist die Obersumme ungefähr die Untersumme, ja, weil die Differenz natürlich dann auch gegen 0 geht. Aber das ist ja dann gerade die Definition vom Riemann-Integral, ja. Definition Riemann-Integral. Das besagt, wenn die Obersumme der Untersumme entspricht, im Grenzwert gesehen, ja, dann müssen die Balken in der Anzahl n gegen unendlich gehen. Dann, ja, schlichte ich sozusagen unendlich viele Balken in meine Fläche, Funktionsgraph und x-Achse, ja. Also zwischen Funktionsgraph und x-Achse ist immer ein Spielraum und da baut man ja diese Balken beim Riemann-Integral und im Grenzwert betrachtet baue ich da unendlich viele Balken rein. Die Unterteilung wird immer feiner und dann konvergiert dieser Spielraum, der vorhanden ist, zwischen Obersumme und Untersumme gegen 0. Ja. Der Spielraum ist ja nichts anderes als dieses Epsilon. Ja. In der Vergangenheit haben wir es schon mal so gemacht in der Skizze. Hier einen Balken habe, der sich auf die Untersumme bezieht. Ich habe hier den gleichen Balken, der sich hier auf die Obersumme bezieht, ja? Ja, dann sieht man ja, wenn ich die abziehen würde voneinander, hätte ich etwas Luft hier drin, ja? Also, das wäre der Balken für die Obersumme. Wenn ich von dem den Balken für die Untersumme abziehen würde, ja, dann bleibt immer etwas übrig, ja, so ein Stück, das, ja, das eben den Fehler darstellt, wenn man so will. Aber das umgeht man eben, wenn man diese Unterteilung sehr, sehr dünn macht, weil dann wird der Spalt hier, dieser Spielraum immer geringer. Der Spielraum wird jetzt hier dargestellt durch dieses Epsilon. Wenn Epsilon gegen 0 geht, ist es gleichbedeutend, wie als wenn meine Anzahl der Balken gegen unendlich geht, von der Obersumme betrachtet. Und wenn das dann im Grenzwert betrachtet dem Grenzwert der Untersumme entspricht, dann definiert man ja gern das Riemann-Integral als geschwungen S. Und formuliert Integral von a bis b über die Funktion f von x nach dx. Ja? Na, das dx können wir gerade noch reinquetschen. Ja, also folgt daraus, jede Funktion f aus der Menge der stetigen Funktionen definiert auf dem kompakten Intervall reellwertig ist Riemann integrierbar. Ja, und warum können wir hier einfach
jede Funktion aussagen, naja, wir haben am Anfang eine beliebige Funktion ausgewählt. Ja? Also haben wir sozusagen den Nachweis für jede Funktion erbracht. Gut.